Merhaba. Grüß Gott. Guten Tag. Servus. Ich bin auch wieder da. İkinci dersimize hoş geldiniz. Bu arada Erkan da öğrenci yurduna geldi. Umarız sizin de çalışmak için zamanınız olmuştur. Bugünkü bölümde Erkan'ın yurt resepsiyonundaki işlemleri konu alınacak. Und da ist das Studentendorf. Servus, Helmut. Das ist Erkan Borg. Grüß Gott, Herr Raub. Ich heiße Helmut. Willkommen im Studentendorf. Da ist ein Anmeldeformular. Und dann bekomme ich den Schlüssel. Danke. Woher kommen Sie? Ich komme aus Neustadt. Das ist in der Türkei. Aha. Da ist ein Kugelschreiber. Hier schreiben Sie den Namen, Zuname und Vorname. Nein, zuerst den Vornamen, dann den Familiennamen. Ach, hier, Doğru. Hier schreibst du deine Adresse in der Türkei? Nein, hier. Das Geburtsdatum, den Tag, den Monat und das Jahr. Aha. So, hier hast du das Formular. Danke. Hier ist der Schlüssel. Sie wohnen im Haus 22, Tür 4 im ersten Stock. Ich gehe mit Erkan. Gut, auf Wiedersehen, Herr Ordnung. Servus. Servus, Alfred. Onlar yurda girerken biz de... Was ist mit dem Anmeldeformular? Başvuru formu burada. Bunu dolduruyor musun? Beraber dolduralım. Tamam. Ben de yazarım. Tamam. Önce adın ve soyadın. Vorname und Familienname. Wie heißt du? Ich heiße Belgin Işıkdağlıoğlu. Doğum tarihin. Geburtsdatum. Wann bist du geboren? Am 14. Februar. Ja, ist. Ist schön. Am 14. Februar 1973. Mhm. Ülke. Land. Woher kommst du? Ich komme aus der Türkei. İkametgahın, Wohnort. Wo wohnst du? Ich wohne in Eskişehir. Hangi cadde, Straße? Wo wohnst du? Ich wohne in Dilikli-Taş Caddesi. Vorname und Familienname. Geburtsdatum. Land. Wohnort. Straße. Şimdi sen de Robert'e aynı soruları soracaksın. Wie heißt du ile başlıyorsun. Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße Robert Sachser. Wie heißt du? Ich heiße. Ist Robert dein Vorname? Ja, Robert ist mein Vorname. Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme aus Österreich. Woher kommst du? Ich komme aus. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Ich wohne in Klagenfurt, Linzengasse 85. Wo wohnst du? Ich wohne in. Und was ist mit Helmut? Sanıyorum soruları yeterince öğrendik. Fakat Erkan'ın Helmut ile konuşabilmesi için bazı deyimlere de ihtiyacı var. Bir şeyi daha eklememiz gerekiyor. Helmut'un başta Erkan'a ne söylediği aklınızda mı? Ich weiß was. Servus Erkan. Du bekommst jetzt den Schlüssel. Da hast du das Anmeldeformular. Woher kommst du? Biraz daha başkaydı sanırım. Ach ja. Sie sind ja noch Persi. Grüß Gott, Herr Raub. Ich heiße Helmut. Willkommen im Studentendorf. Da ist ein Anmeldeformular. Und dann bekomme ich den Schlüssel. Danke. Woher kommen Sie? Ich komme aus Neustadt. Helmut Erkan'la konuşurken nezaket formunu kullanıyor. Yani ona siz diye hitap ediyor. Bir kimseyi tanımıyorsak ya da çok yakın bir tanıdığımız değilse bu formu kullanabiliriz. Bir daha tekrarlayalım. Wie heißen Sie? Ich heiße Robert Sachser. Herr Sachser, woher kommen Sie? Ich komme aus Österreich. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Klagenfurt. Und wo wohnen Sie, Frau Dermann? Ich wohne in Eskişehir. Danke, Robert. Wie heißen Sie? Ich heiße. Woher kommen Sie? Ich komme aus. Wo wohnen Sie? Ich wohne in.
Guten Tag, Herr Hubmann. Guten Tag, Frau Lena. Servus. Grüß dich. Ich heiße Anna. Ich heiße Hans. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich freue mich auch. Ich heiße Silvia Lehner. Grüß Gott. Und ich heiße Franz Hubmann. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich freue mich auch. Wie geht's denn, Frau Lehner? Danke. Und Ihnen? Oh, danke, mir geht's auch gut. Tja, dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. 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 Und einen schönen Gruß an den Herrn Gemahl. Danke. Ja, Robert, was ist das? Das ist eine Tasche. Nein, das heißt die Tasche. Bir dakika Belgin. Robert bir çanta diyor çünkü daha bu çantayı tanımıyor. Bu onun için belli bir çanta değil. Sen çantayı tanıyorsun. Bu çanta senin için belli bir çanta. Onun için senin die Tasche demen doğru ama ona göre de aynı Tasche demek onun durumunda doğru oluyor. Burayı pek anlayamadım. Şunu bir izle. Eine Tasche, die Tasche. Ein Schlüssel, der Schlüssel. Eine Tasche, die Tasche. Ein Schlüssel, der Schlüssel. Ein Fenster, das Fenster. Der ein, das ein, die eine. Der ein Schlüssel, das ein Fenster, die eine Tasche. Was ist das? Das ist ein Kugelschreiber. Das ist mein Kugelschreiber. Mein, ne demek? Mein Kugelschreiber, benim tükenmez kalemim demek. Peki, dein Kugelschreiber ne demek? Peki, bekle. Şimdi pandoyumcuların sahnesini izlediğimiz vakit onları da anlayacaksın. Robert'in bir önerisi var. Toplarla basit bir oyun oynamak istiyor. Burada üç top var. Zeig uns, Robert. Grün. Das ist ein Ball. Yeşil. Bu Belgin'in topu. Rot. Das ist ein Ball. Kırmızı. Bu benim topum. Blau. Das ist mein Ball. Şimdi Robert topları sepetin içine koydu. Bundan sonra oyunun devamı şöyle. Herkes tek tek bu sepetin içinden birer top çekecek ve kime ait olduğunu söyleyecek. İlk olarak kim kendi topunu bulursa ve bu benim topum diyebilirse kazanacak. Belgin, başlar mısın sen ilk defa? Tabii. Bekşalım. Hadi. Bakmadan alacak senden. Ah, ich auch. Das ist sein Ball. Ja, und das ist dein Ball. Danke. Ja, leider. Jetzt du, Dennis. Muss ich auch weg. Ja, du musst auch weg schon. Ja, grün. Das ist dein Ball. Das ist ihr Ball. Ja. Und jetzt du, Robert. Tja, das ist
Steinbald. Das letzte, der letzte. Der letzte, ja? Ja. Du glaubst mir nicht? Nein. Das ist wirklich mein Bart. Ja, jetzt machen wir es noch einmal. Jetzt, Dennis, fängst du an. Das ist mein Ball. Das ist mein Ball. Gördünüz mü? Onun da kendi topu var. Artık yeterince oynadık sanıyorum. Şimdi sıra telaffuz blokunda. İyice izleyin ve ağız hareketlerine dikkat edin. Anmeldung. Grüß Gott, Herr Doruk. Ich heiße Helmut. Willkommen im Studentendorf. Da ist ein Kugelschreiber. Hier schreibst du deine Adresse in der Türkei. Hier schreibst du das Geburtsdatum. Auf Wiedersehen. Servus Helmut, das ist Erkan Doruk. Grüß Gott, Herr Doruk. Ich heiße Helmut. Willkommen im Studentendorf. Da ist ein Anmeldeformular. Und wann bekommen Sie den Schlüssel? Danke. Woher kommen Sie? Ich komme aus Neustädt. Das ist in der Türkei. Aha. Da ist ein Kugelschreiber. Hier schreiben Sie den Namen, Zuname und Vorname. Nein, zuerst den Vornamen, dann den Familiennamen. Ach, hier, Doruk. Hier schreibst du deine Adresse in der Türkei. Nein, hier. Das Geburtsdatum, den Tag, den Monat und das Jahr. Aha. So. Hier hast du das Formular. Danke. Hier ist der Schlüssel. Sie wohnen im Haus 22, Tür 4 im ersten Stock. Ich gehe mit Erkan. Gut. Auf Wiedersehen, Herr Doruk. Servus. Servus, Alfred. Böylece bugünkü programımızın da sonuna geldik. Und was ist mit dem Film über Klagenfurt? Ha, az kalsın unutuyordum. In Klagenfurt leben heute auf einer Fläche von rund 120 Quadratkilometern 86.000 Menschen. Dass sie in einer schönen Stadt leben, davon können sich die Kinder bei ihrem Dreitagesaufenthalt überzeugen. Die Stadtpfarrkirche ist eines der Wahrzeichen der Landeshauptstadt. Da ist der Sitz, also des Landeshauptmannes und der regiert da auch, der Landeshauptmann. Wie tut er denn das? Ein Pflichttermin am ersten Tag ist der Empfang bei Landeshauptmann Leopold Wagner. Für die Schüler ein aufregender Augenblick, dem Kärntner Regierungschef Auge in Auge gegenüberzustehen. Und auch daran, dass sie immer wieder in der Regierung einen Besuch abgestattet haben. Nach der Begrüßung im Spiegelsaal der Landesregierung lernen die Kinder auch die Amtsräume des Landeshauptmannes kennen. Umlagert von den 9- bis 10-jährigen Volksschülern steht Wagner Rede und Antwort. Die Tage in Klagenfurt bedeuten für die Schüler und ihre Lehrer auch eine große Anstrengung, denn die meisten Kilometer werden zu Fuß zurückgelegt. Der Besuch beim Lindwurm auf dem neuen Platz fehlt ebenso wenig wie die Besichtigung des Landhauses. Dort hat der Kärntner Landtag seinen Sitz. Insgesamt haben in den 33 Jahren, seitdem die Aktion Kärntens Jugend lernt die Landeshauptstadt kennen durchgeführt wird, bereits 76.500 Kinder Klagenfurt besucht. Organisiert wird das Kennenlernen durch das Landesjugendsekretariat. Weitere Schwerpunkte im Programm: der Botanische Garten und das Bergbaumuseum. Im Botanischen Garten steht seit wenigen Tagen die berühmte Wulfenia in voller Blüte. Als Besonderheit konnte auch eine weiße Blume gezüchtet werden. Sie ist unter dem Namen Albino registriert. Eine seltene Pflanze ist die sogenannte gelbe Alpenrose. Sie wächst in Kärnten nur bei Spital an der Drau und im Botanischen Garten in Klagenfurt. Neben Stadttheater, Minimundus und Wörthersee ist auch die Sternwarte ein Ausflugsziel beim Klagenfurt-Aufenthalt der Schüler. Hier auf dem Kreuzbergel, erhoben über der Landeshauptstadt, rätseln die Kinder darüber, wo sich denn der Wörthersee befindet. Trotz Fernglas kann er von der Sternwarte aus nicht erblickt werden.
gesehen, haben die 124 Kärntner Schüler während ihres Aufenthaltes in Klagenfurt aber dennoch sehr viel. Auf Wiedersehen. So, jetzt ist Schluss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wie heißt du? Ich heiße. Wie heißen Sie? Ich heiße. Woher kommst du? Ich komme aus. Wo wohnst du? Ich wohne in. Wo wohnen Sie? Ich wohne in. Die Tasche, eine Tasche. Der Schlüssel, ein Schlüssel. Das Fenster, ein Fenster. Der, ein Schlüssel. Das, ein Fenster. Die, eine Tasche. Das ist mein Koffer. Dein Koffer, sein Koffer, ihr Koffer, sein Koffer, unser Koffer, euer Koffer, ihr Koffer. Sag mir, wer bist du, die mich trunken macht? Komm und heile meine Wunde. Sie sprach, ich bin Laila, die Königin der Nacht. Simsalabim, war sie verschwunden.